So, wir machen weiter. Solium Infernum, wunderschönen guten Abend live auf Twitch. Wir sind unterwegs auch auf YouTube mit einem höllischen WB hier. Und ziehen hier rauf und eine Runde weiter. Wir ziehen zuerst zwei Felder rauf, claimen die beiden. Die ziehen nach unten weg. Und ziehen über diese Brücke runter Richtung Süden. Das ist sehr interessant, weil würde es zu einem Rachefeld zu kommen, wo man Geländefelder klaut, könnten wir denen ganz viele mopsen. Schaut mal hier. Schlacht Gelb gegen das große Rad des Schmerzes. Oh, die haben zu wenig Treffer. Halbe, halbe. Oh, 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 oh. Jetzt, boah, die versuchen gleichzeitig das große Ratisch. Eine weitere Einheit spawnt. Nein! Ja, auf jeden Fall, wenn wir wollen, jetzt einen Gegner zum Skillen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr gut. Lilith zieht jetzt. Die beiden anderen waren Andromalius und Erzsebet. Lilith ist dran, grün. Wir sind jetzt als Letzter dran. Jetzt bin ich gespannt. Die Botschaft wurde zugestellt, Fordern wurde geliefert. Wir haben von Lilith einen Boten bekommen. Haben wir ihr nicht gerade einen Boten geschickt? Die schickt uns parallel auch einen Boten. Ach, das ist nur so ein Spruch. Ich sehe es im Glas. Deine Armeen siegen, dein Reich dehnt sich aus. Die Feuer der Hölle erleuchten deinen Weg zum Thron. Doch alles, was du hast, war einst mein und wird es wieder sein. Lilith macht einfach nur einen coolen Spruch. Die Forderung ist geliefert. Nächste Runde wissen wir, ob sie drauf eingeht. Wir haben keinen Tribut gesammelt. Das ist nicht unriskant. Und das große Rad des Schmerzes ist ein Putt gewesen hier vorne. Hier. Nein. Alle drei nebeneinander, die haben noch 8 Trefferpunkte, die haben kaum Schaden zugefügt und die würden hier... es betrifft uns nicht. Kampf am anderen Ende der Welt. Begrüß mal sehr freundlich Nerdzeitalter und die Leute, die rüberkommen. Jetzt nochmal die Sache hier oben. Ich würde sagen... Einmal Angriff, einmal Tribut sammeln. Und die bewegen sich am Ende. Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr vorbeikommt. Gerne ein kurzes Shoutout, bitte. Ich würde mal sagen, wir sammeln einmal Tribut. Erste Stufe bringt mehr. Kaufen können wir uns noch nichts, ne? Können uns noch nichts kaufen hier. Und dann greifen wir einmal einen an und die ziehen ja am Ende erst und sammeln noch einmal Erfahrung. Drei Punkte machen wir im Fernkampfschaden, in der zweiten Phase nochmal 7 und die haben nur 4 Trefferpunkte, das heißt, wir werden keinen Schaden erleiden. Einmal hier drauf. Wir können sogar zweimal eventuell hintereinander kämpfen. Geht das? Ist das möglich? Ist sowas denkbar? Ich weiß es gar nicht. Hallihallo, ihr Leute. Hi, Nerdzeitalter. Wir spielen Solium Infernum. Schau mal gerne kurz zu oder schaut mal zu, denn ich weiß nicht, ob das geht. Die Alternative wäre, wir könnten nach unten ziehen und dann angreifen, hätten wir das schon mal geclaimt. Würden wir auch oben landen. Ich habe keine Ahnung, ob das so geht. Ich weiß es nicht. Einmal so und einmal Tribut einsammeln, einmal so ziehen. Eine Runde weiter, ja? Was ist denn unser Gegner hier oben? Erzsebet und deren Legion ist sehr weit weg und hat auch auf höllisch sich spezialisiert. Hatte bislang nur 6 Trefferpunkte.
und hat noch keinen und hat bislang noch keine XP gesammelt durch einen erfolgreichen Kampf. Wir könnten die auch bedrohen. Wir könnten beide bedrohen und könnten der auch eine Forderung schicken, statt Tribut zu sammeln. Was würdet ihr davon halten? Weil wenn die, das Entscheidende ist, wenn die ablehnen, machen wir den Prätoren-Zweikampf in einem der beiden Fälle. Sollen wir das machen? Was meint ihr? Probieren geht über Studieren, eins nach dem anderen? Nein. Ich finde die Idee eigentlich cool. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Was war nochmal dieses coole Artefakt? Ein Sieg weniger für den Aufstieg. Wenn wir ganz viel Glück haben, hätten wir es nächste Runde. Wir könnten hier durchmarschieren, könnten den auch dann einnehmen. 1 und 8. 3 und 13. Ja, noch nicht, aber wir könnten. Wir machen einmal so: einmal Tribute einsammeln, einmal das andere. Eine Runde weiter. Genau, das ist ein Remake eines Klassikers, also von einer Spielevorlage her. Gelb greift zuerst an. Was ist dieser Schönling? Andromalus, Malius oder so ähnlich, ne? Letzte Phase. Das reicht nicht aus, aber jetzt wird das Teil wahrscheinlich von Erzsebet eingenommen, ne? Die holen sich das jetzt. Die Verklaven von Erzsebet greifen an und putzen die weg und schnappen denen das vor der Nase weg. Krass. Heftig. Ah, jemand wollte ein Ritual gegen uns durchführen und dem haben wir widerstanden. Guck mal, das ist der Angriff Nummer 1. Gleich kriegen wir raus, ob man 2 innerhalb einer Runde angreifen kann. Das ist ein Sieg, wir brauchen 2 für den Aufstieg. Ich bin so neugierig. Kann man 2 innerhalb einer Runde angreifen? Nice, das ist cool. In einer Runde können wir den Aufstieg bekommen, indem wir 2 in Kette umbringen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie cool ist das und claim 2 Geländefelder. Unfassbar. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben jetzt sofort den Stufenaufstieg. Auch ohne dieses Artefakt. Andromalius und Erzsebet. Wir können jetzt... Wir haben so viel Prestige. Ich glaube, die hat unserer Forderung nachgegeben. Kann das sein? Oder es könnte vielleicht auch durch erfolgreiche Kämpfe Prestige geben. Das müssen wir gleich mal nachschauen. Ein Event. Höllische Beförderung. Dank einer alten Petition, die unter einem Haufen menschlicher Knochen in den Komiteekammern des höllischen Konklaves gefunden wurde, hat eine Legion von Lilith eine hochrangige Beförderung erhalten. Sie marschiert mit neu gewonnener Arroganz. Die hat wahrscheinlich getrickst, ein geheimes Ritual durchgeführt. Hier. Wir konnten einem Omen widerstehen. Irgendjemand anders hat versucht, mit dem düsteren Omen-Ritual zu erwischen, was immer das bedeutet. Es scheint Erzsebet zu sein. Feige Schlange. Die greifen als nächstes an. Nicht, dass ich nachtragend wäre. Eine Aktion ist durchgeführt worden. Ein Manuskript wurde geholt. Das ist nicht so schlimm. 2 Kämpfe hintereinander. Und jetzt können wir die Beförderung uns doch auch holen, oder? Was? Das gilt nur als ein Sieg? Nein. Die Siege zählen pro Runde?
Da stand doch eben, wir bräuchten 2 Siege zum Aufstieg. Dass wir die beiden angegriffen haben, wird nur als 1 Sieg gezählt. Wenn ich das gewusst hätte. Das zählt nur als 1 Sieg. Bug oder Feature? Oh, schaut mal da oben. Aber wir haben den Balken zu 2/3 voll gemacht. Ich glaube, wir hätten doch 3 Siege gebraucht und haben 2 bekommen. So wird es gewesen sein. Der Balken sieht nach 2/3 aus. Ja, ja, doch. Wir haben doch, alles gut so. Jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Tribut wir bekommen haben. Denkt dran, wir brauchen zum Kauf des Artefaktes die Mikkeltrickspeitsche. 4 Seelen. Und 6 Höllenfeuer. 2 brauchen wir noch. Licht. Wir bekommen jede Menge Seelen. Seelen braucht man in rauen Mengen. Das ist das Zweierwappen hier. Und dann entweder nehmen wir noch einmal und dann nehmen wir natürlich das hier. Das ist so. Was soll man denn sonst nehmen? Wir nehmen einmal ein Sekret und einmal ein Höllenfeuer. Wir können es das Artefakt nicht holen. Wir können es die große Sense stattdessen kaufen. Wir hatten schon festgestellt, das hilft uns nur, wenn wir in der Fernkampfphase viel Schaden erlitten hätten. Dann würde uns die vampirische Ernte helfen. Nochmal 2 Nahkampf mehr. Also ich hätte echt gerne das hier. Wobei die +2 Nahkampf sind natürlich schon cool, ne? Jede Runde ein Prestige mehr. Durch das Siegel hier vorne. Ein Prestige pro Runde und ein Prophezeiungpunkt. Ah, eine Prophezeiung mehr, das würde bedeuten hier vorne, dass wir bei den Mächten eine Prophezeiung geschenkt bekämen hier. Hat Lilith, wie regiert Lilith? Sie hat die Forderung akzeptiert. Das haben wir gerade alles bekommen. Daher kommt 2 Sekret, nochmal Sekret, 2-mal Seelen. Wie cool ist das denn? Und wir bekommen das Prestige auch zurück. Guck mal. 1-mal Höllenfeuer fehlt dafür. Könnten sie auch eine weitere Legion kaufen, das reicht noch nicht. Das Konklave wird in 3 Runden irgendeine Abstimmung machen. Wo ziehen wir als nächstes hin? Also das gerade ist so gut gelaufen, wir könnten die nochmal abpressen. Hat irgendjemand mittlerweile einen Prätor außer uns? Ich glaube nicht. Wir sollten jede Menge Erpressungen rausschicken. Und wo ziehen wir mit ihnen hin? Das könnten wir einnehmen, aber wir können nicht durch deren Grenzen hindurchziehen. Ich würde die gerne erpressen und dann als Drohung einstellen, dass mir Geländefelder sich holt. Oder sammeln noch einmal Tribut in der ersten Aktion. Wir lassen die hier stehen, was echt schade ist. Wir bräuchten Kämpfe, ne? Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir nachher laufen sollen. Das würde bringen 3 Prestige, aber die würde uns killen in der Stufe 12 hier. 7 Trefferpunkte abziehen, wir können das nicht angreifen ohne eine Verstärkung. Wir sammeln einmal Tribut und einmal fordern wir jemanden mit Prestige raus. Oder 2-mal Prestige. Wir sammeln einmal Tribut und das zweite, vielleicht bekommen wir die fehlenden Punkte. Hätten wir sofort den Stufenaufstieg hier. Und dann machen wir als zweites nochmal gegen Lilith. Oder hier oben gegen Erzhebet. Das wäre eigentlich cool, wenn die uns bedrohen, wenn die uns widerstehen würde. Könnten wir durch das Territorium hindurchziehen. Es kann auch sein, dass wenn wir Tribute verlangen und das 2-mal hintereinander hier unten haben, dass die keine Tribute mehr hat. Dann kann die der Forderung auch nicht nachgeben. Und die ist so schön weit weg von unseren Grenzen. Die allerdings auch.
Ich würde gerne hier die Option an mir durchziehen und hier drauf, hier hinzukommen und das irgendwann mal anzugreifen. Sollen wir das machen? Wir schicken ihr mal der Erzschabet. Schicken wir einmal. Der Baronin. Oh, wir könnten auch mittlerweile mit dem Prestige schon ein Level up machen, auf eine Stufe weiter. Aber wenn wir das machen, können wir nicht gleichzeitig die erpressen, weil fürs Erpressen müssen wir nachher Prestige setzen. Wie viel Prestige bekommen wir im Augenblick pro Runde? Wir bekommen im Augenblick pro Runde ein Prestige hier, zwei hier, drei in Summe bekommen wir jede Runde von alleine. Das heißt, nächste Runde haben wir 54 für den Stufenaufstieg auf den Rang Marquis. Müssen wir nur 30 ausgeben. Das könnten wir jetzt machen. Und danach erpressen. Oder wenn man das in Umkehr... Na, weil wir müssen... Weil dann können wir nämlich nächste Runde mehr fordern. Wenn wir jetzt die Beförderung machen, können wir in der nächsten Runde mehr Tribut verlangen von ihr. Weil wir dann einen Rang höher haben. Denkfehler meinerseits. Und deshalb machen wir das hier unten auch in umgekehrter Reihenfolge. Wir schalten eine weitere Tributqualität frei. Wir machen erst die Beförderung, wobei die Tributqualität steigt plus 1 und nimmt plus 1 ab, je nachdem in welcher Reihenfolge man das macht, ist insofern egal. Diabolisches Lachen. In dieser Reihenfolge. So, eine Runde weiter. Was das Plus bei der Einheit bedeutet, das bedeutet einen weiteren Platz, wo man was zuweisen könnte. Ein Prätor ist schon dabei, man könnte jetzt ein Artefakt zum Beispiel zuweisen. Sehr wenig passiert. Ja, und wir sind als Zweiter gleich dran, haben Prestige verloren, Andra Malus hat das meiste, aber schaut mal hier, nur die beiden, Erzschabet und wir haben den Rang Marquis bislang. Und sie hat nur 3 Prestige jetzt, die hat auch den Aufstieg geschafft, wir hatten ein dickeres Polster. Jetzt bin ich sehr gespannt, war ein Event? Der Tod nimmt Urlaub. Das Tor der Hölle hat sich versiegelt. Solange es für 5 Züge geschlossen bleibt, erhalten die Erzfeinde keine Opfergaben. Sie können weder Tribut noch Manuskripte suchen. Und selbst die verwerflichsten Seelen wandeln ungestraft auf der Erde. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass die Tributaktion hier ausgegraut ist, hier unten. Wie gut, dass wir die diese Runde gemacht haben. Jetzt haben wir noch ein bisschen was angesammelt. Das ist der letzte Tribut, den wir uns holen können. Das mit den Opfern habe ich nicht genau verstanden. Wie versteht ihr das mit den Opfern? Erhalten die Erzfeinde keine Opfer? Ach so, man kann Dinge opfern. Das ist, glaube ich, hier vorne... Irgendwo waren die Opfer hier. Ritualkammer. Ne, das sind die Rituale. Da kann man so Sachen einstellen, ein Ritual durchführen, in der nächsten Runde durchführen. Problem ist, die brauchen jede Runde Unterhalt. Die Ressourcen, die man braucht, stehen dort. Und es ist vor allem Sekret als Unterhalt. Und davon haben wir so wenig die ganze Zeit. Wenn wir das einsetzen, Rhetorik 1, bekommen wir zum Beispiel immer, wenn andere eine diplomatische Aktion machen, bekommen wir eine kleine Menge Prestige geschenkt. Wir müssen aber jede Runde auf ein Sekret verzichten. Das ist einfach zu früh hier. Ja. Das mit den Opfergaben habe ich gerade nicht genau im Kopf. Wir gucken mal nach, was Opfergaben sind. Nee. Es kann nur sein, dass das
Das kann alles Mögliche bedeuten, ne? Was bedeutet, das ist das erste Mal, dass ich im Spiel etwas nicht auf Anhieb verstehe. Halten die Erzfeinde... Ach, ich weiß es, ich weiß es. Wir bekommen da alle x Runden, ploppt rechts so ein Event auf. Das hatten wir schon mal gehabt. Und da steht dann drauf, eure Leute bieten euch, in 5 Runden bekommt ihr ein Opfer. Oder wir bekommen jetzt eins, dann heißt es in 5 Runden wieder. Das sind die Opfergaben. Also das sind auch Tribute, aber die Tribute, die man uns anbietet, um uns gnädig zu stimmen halt. Also die Tribute, die wir nicht verlangen, sondern die wir unverlangt geschenkt bekommen. Das ist das, genau. Das war das. Gegnerrang steigt, das haben wir schon festgestellt. Ja, wir bekommen jetzt mehr Spielmarken, wenn wir Tribut fordern und können das jetzt nicht nutzen, weil der Tribut im Augenblick gesperrt ist. Bekommen bei Edikten mehr Stimmkraft und unsere diplomatischen Aktionen sind stärker. Wir starten die jetzt und haben coolere Rachefeldzugbedingungen. Lilith und Erzsebet streiten sich. Oh, das ist gut. Dann sollte, das wisst ihr warum, dann sollten wir auch eine Forderung gegen Erzsebet jetzt machen. Das hatten wir eh vor. Weil die wird nicht gleichzeitig mehrere Ziele verfolgen können. Das spielt uns total in die Karten. Das ist die hier, die wir eh bedrohen wollten. Das machen wir jetzt mit ihr hier. Jemand anders hat mehr Punkte als wir. Andromalus beschimpft uns. Ich weiß, dass Erzsebet mich verleumdet hat. Sag mir, was gesagt wurde, oder ich verwüste dein Haus, bevor ich die anderen verwüste. Herz des Hades, das hat keinen Sinn. Du weißt offensichtlich nichts, mit vager Verachtung. Jetzt wählen wir den Tribut und das Ziel ist es, dass wir das hier bekommen, die Mikretix-Peitsche. Das heißt, wir brauchen 4 Seelen haben wir, 6 Höllenfeuer. Ein Höllenfeuer sollte dabei sein. Ja, 2 Höllenfeuer. 2 Höllenfeuer und dann können wir bekommen entweder nochmal 2 Seelen oder einmal die seltenen Sekrete und einmal die Dunkelheit. Also ich habe das Gefühl, wir haben nie Probleme an Seelen zu kommen, obwohl man die auch für 1000 Zwecke braucht. Das nehmen wir auf jeden Fall und als nächstes würde ich dann das hier nehmen eigentlich. Dann haben wir nochmal 1 mehr. Vorher gucken wir uns das aber schnell nochmal an. Ein Prestige pro Runde, das bekommen wir im Augenblick eh noch nicht. Wir bekommen im Augenblick keine Tribute. Ne? Wir müssen schnellstmöglich Tribute verlangen, solange die anderen noch welche haben. Die können auch keine Tribute sammeln. Wir können nicht mehr als einen Prätor ausrüsten. Wir könnten eine zweite Legion machen, um mit 2 Legionen parallel zu ziehen und Geländefelder zu claimen in der Spielphase, in der es sich nicht lohnt, Tribute zu stellen. Weil die Tribute gesperrt sind. Andererseits... Im Augenblick können wir keinen kaufen. Und wir wollen ja auch Diplomatie betreiben und haben nur 2 Aktionen. So. Wir wählen die beiden hier. Jetzt kaufen wir das Ding hier. Drei höllisch in der letzten Phase. Entscheidender finde ich, also das schützt. Dann können wir endlich den Ort der Macht angreifen, nordwestlich von uns. Wo wir gesagt haben, da trauen wir uns nicht rein, weil die hatten, glaube ich, +11 an höllischer Macht oder irgendeinen hohen höllischen Wert und wir konnten nicht dagegen wieder, oder irgendeinen sehr hohen. Und dann können die uns weniger Schaden zufügen in der letzten Phase. Dann können wir den Ort doch angreifen. Dafür ist das cool. Und ein Sieg weniger, wir können wahrscheinlich sofort aufsteigen. Also nächste Runde. Wir brauchen sechs Höllenfeuer, 4 Seelen. Das sind noch 2 Höllenfeuer. Haben wir die irgendwo solo? 1 haben wir hier. Und wo ist noch ein Höllenfeuer drin? Hier. Dann würden wir das hier noch abgeben. Einmal Sekret, das wir nicht brauchen.
Ja, wir müssen eine von den beiden hier nehmen, von diesen beiden gemischten Marken. Auf welche können wir eher verzichten? Also wir haben dann ein Plus 1, das ist okay. Wir geben dann entweder ein Sekret ab oder ein Dunkelheit. Wir haben Unmengen an Dunkelheit. Wir geben das ab. Dann bieten wir eins mehr als andere. Ja? Das Sekret behalten wir, das brauchen wir ja unbedingt. Wir geben eine von den vielen Dunkelheiten ab, okay? Ich könnte mir sogar vorstellen, sind wir Höllenfürst gerade? Nee, nächste Runde. Falls sie vor uns haben nur plus 1 gemacht. Hat sie mehr Ressourcen als wir? Ich glaub's nicht. Jetzt machen wir bei ihr noch eine Diplomatiegeschichte. Weil wir hätten auf Nummer sicher gehen und noch etwas mehr abgeben können. Wir hätten auch noch was Dunkelheit abgeben können oder so. Einfach nur, damit wir das auf jeden Fall bekommen. Sollen wir das machen? Noch eine Dunkelheitmünze oben drauflegen. Nur damit wir auf Nummer sicher sind, dass es geht. Ah, wir haben keine Einer. Wir könnten höchstens noch einen weiteren von den Geistern abgeben. Dann haben wir keinen mehr. Wir haben so viel Dunkelheit. Wir könnten zwei Dunkelheit... Oder komm, wir pokern. Wir haben nur einen, der vor uns abstimmt. Was spielt bei mir zu einer Rolle? Was hast du gesagt? Rang und Reihenfolge. Genau, Reihenfolge ist der Zug. Wir machen es im ersten Zug. Und der Rang... Wir haben einen gleich hohen... Wir haben auch einen hohen Rang. Ja, komm, wir machen das so. Du hast völlig recht. Richtiger Hinweis von Silverblatt. Blatt, so machen wir das. Jetzt machen wir einmal die Diplomatie hier oben und fordern einmal. Vier Tribute, mehr als zuvor. Und sie wird sich jetzt herrlich freuen, ne? Niemand ärgert sich schöner als sie, finde ich. Hat echt Temperament, die Besteste. Die Marquise Erschebet wird von zweien gleichzeitig gefordert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie uns gegenüber nachgibt und ihr sich mit ihr duelliert war oder irgendwie anders, weil sie ist die Schwächere und wir sind die Stärkere. Könnte ich mir vorstellen. So, eine Runde weiter. Nutze die Schwäche deiner Feinde.